Hey, hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, heute geht es mal um das Thema strategische Partnerschaft. Welche strategischen Partnerschaften machen Sinn? Welche Partnerschaften machen nicht Sinn? Ja, es gibt ja im Network Marketing ja den riesengroßen Vorteil, dass je nachdem, welches Produkt du hast, du mit nahezu ja, unendlich vielen Unternehmen oder Menschen eine strategische Partnerschaft oder eine Kooperation eingehen kannst. Häufig ist es auch so, dass Menschen aus anderen Network-Marketing-Unternehmen ja auf dich zukommen und dann Partnerschaften anfragen, so nach dem Motto, empfiehlst du mich, dann empfehle ich dich weiter und so weiter und so fort. Ja, was davon Sinn macht, darum soll es eben heute in diesem Video gehen. Da möchte ich kurz ein paar Gedanken mit dir teilen. Zunächst mal grundsätzlich macht eine strategische Partnerschaft dann Sinn, ja, wenn beide Seiten es tatsächlich zu 100% wollen und wenn beide Parteien natürlich einen Vorteil dadurch haben, ja. So, und da scheidet schon vieles im Vorfeld gleich aus, weil die meisten Anfragen, wenn ich jetzt mal in dem Bereich Network Marketing bleibe, wo es nach dem Motto geht, empfiehlst du mich weiter, empfehle ich dich weiter. Das funktioniert so in der Praxis, ja, erfahrungsgemäß ganz, ganz selten, ja, bis gar nicht. Ja, also grundsätzlich ist ja so, wenn jemand aus einem anderen Network auf dich zukommt, ne, dann möchte der ja grundsätzlich erstmal, dass sein Geschäft vorankommt. Und das ist natürlich auch ganz, ganz legitim. Und das ist gleichzeitig auch der Fallstrick, warum es nicht funktioniert. Weil wenn du heute bei einem Interessenten sitzt und du möchtest den als Kunden gewinnen und du möchtest den als Vertriebspartner gewinnen und aktuell merkst du, der Zeitpunkt ist halt jetzt gerade noch nicht da, dann wirst du den ja nicht in ein anderes Network-Marketing-Unternehmen vermitteln und dir dann quasi dein Potenzial quasi vernichten, welches du in einem halben, dreiviertel Jahr hast, um die Menschen nochmal anzusprechen. Also das ist zwar ein netter Gedanke, ja, aber erfahrungsgemäß funktioniert es so nicht. Und deswegen macht so eine Art von Partnerschaft keinen Sinn. Ich bin schon früh dazu übergegangen, dann ja einfach immer folgende Partnerschaft anzubieten, nämlich den Vertriebspartnervertrag, ja. Und wenn du den Vertriebspartnervertrag dann diesen Menschen anbietest, dann gibt es die, die wirklich wollen, die können den dann auch annehmen. Und da geht es dann nicht, empfehlst du mich, empfehle ich dich, sondern dann kann ich den Menschen zeigen, wie sie in ihrem alltäglichen Business, ja, das Ganze so in ihre Verkaufs- und Beratungsgespräche ja, mit einbauen, dass sie sowohl für ihre jetzigen Kunden einen Vorteil haben, aber auch für sich selbst, weil sie dann durch Zusatzverkäufe dementsprechend Provisionen verdienen. Da ist natürlich jetzt der Vorteil, wenn du in der Energiebranche tätig bist, da hast du wirklich viele Möglichkeiten, solche Partnerschaften anzubieten. Ich bin aber dann auch gleich raus, weil ich dann in dem Sinn jetzt niemand anderen weiterempfehlen muss, ja, sondern weil die Menschen, die so eine Partnerschaft anstreben, die bekommen natürlich dann das Know-how und so weiter und haben dann aber auch die Möglichkeit, wenn sie es ernst meinen, für sich dann zusätzlich Geld zu erwirtschaften, Geld zu verdienen und das quasi dann auch ja, mit Folgeprovision, ja, wenn ich jetzt rein in den Kundenbereich nehme. So, und das macht natürlich viel, viel mehr Sinn. So, und jetzt komme ich aber zu den eigentlichen Tipps. Wenn du solche Kooperationspartnerschaften eingehen möchtest, beziehungsweise strategische Partnerschaften aufbauen willst, dann such dir quasi Unternehmen, die jetzt schon deine zukünftigen Kunden haben, wo aber die aktuelle Aktiv wo du das, wo das aktuelle berufliche Geschehen oder die aktuellen Produkte, die das Unternehmen vermittelt, nicht in Konkurrenz zu deinen stehen. Also ich gebe ein Beispiel, wenn du jetzt in der Kosmetikbranche tätig bist, dann bieten sich natürlich Kosmetikstudios an, ja, weil dort können die ihr Geschäft weitermachen, ja, und können halt zusätzlich dann die Produkte in ihrem ganz normalen Berufsalltag integrieren, ja, und deswegen gibt es natürlich, und da sind wir schon bei Punkt 2, gibt es natürlich Partnerschaften mit, oder beziehungsweise du musst halt wissen, ja, wer deine idealen Partner sind, ja, mit denen du dann Partnerschaften eingehen willst, ne? So dass du, also grundsätzlich kann es ja jeder, ja, oder kannst du mit jedem ja je nach Produkt Partnerschaften eingehen, aber manche eignen sich halt da einfach besser als andere, ja, und das ist so vielleicht ein wichtiger Punkt, sich darüber Gedanken zu machen, wer ist denn eigentlich der ideale Kooperationspartner, ja? Und dann ist es natürlich in der Partnerschaft immer wie in jeder Partnerschaft auch, es ist ein Geben und Nehmen, ja? Und wenn du
ja, so, wenn du das so machst wie ich, dass du dann einfach den Vertriebspartnervertrag anbietest, dann ist es eine ganz faire Geschichte, weil wenn jemand die Produkte einsetzt, wenn jemand die Produkte verkauft, dann wird er eben dann halt auch finanziell dran beteiligt und entlohnt, logischerweise. Ja, und das ist aus meiner Sicht das Thema Geld, was diese Sachen betrifft, das, ja, das, was die Leute dann da auch am meisten motiviert. Also, und dann muss man natürlich sich auch mal, bevor man jetzt Menschen auf eine strategische Partnerschaft anspricht, muss man sich halt auch mal fragen, Mensch, was haben denn beide Parteien von dieser strategischen Partnerschaft? Also, was sind die Vorteile für beide Seiten, dass man sich das einfach mal ganz klar bewusst macht. Wie gesagt, wer ist dein idealer Partner? Ja, habe ich eben schon gerade angesprochen. Und dann solltest du nicht den Fehler machen, ja, jeden sofort gleich als den ultimativen Partner anzusehen, sondern du solltest wirklich viele Gespräche führen, ja, mit vielen Menschen und auch deutlich kommunizieren, dass du deine Zeit halt nicht in jeden investieren kannst und auch nicht in jeden investieren willst, sondern dass du auf der Suche bist nach ernsthaften Kooperationspartnern, die einen wirklichen Nutzen für die Produkte bei ihren Kunden sehen, ja, und die diese dann auch dort ganz klar anbieten, ja. So, und wenn jetzt zum Beispiel aber auch jemand auf dich zukommt und du gehst tatsächlich so eine Partnerschaft ein, die jetzt zum Beispiel darauf beruht, ich empfehle dich, du empfiehlst mich, ja, so nach dem Motto, dann solltest du auch hier ganz klar den Rahmen abstecken. Ja, du solltest also ganz klar vereinbaren, wie viele Empfehlungen werden wöchentlich getauscht. Ja, also da würde ich auch ganz klare Zielvorgaben machen, einfach damit ja diese Partnerschaft überhaupt eine Chance hat zu existieren, ja, und zu überleben. Weil wenn du das so nach dem Motto machst, naja, wenn sich mal was ergibt, dann können wir das ja machen, das funktioniert in der Regel nicht, sondern eine Partnerschaft, die wirklich für beide Seiten was bringen soll, das sollte ja auf jeden Fall eine gewisse Ernsthaftigkeit da sein. Das heißt, dass du klare Absprachen triffst, eine Zielvereinbarung absprichst, dass ganz klar besprochen wird, wie viele Kontakte werden ja von beiden Parteien in einem gewissen Zeitintervall dann dementsprechend vermittelt. Ja, so, und das sind dann natürlich Voraussetzungen, wenn man sich an solchen Eckpunkten orientiert. Da können dann natürlich auch solche Kooperationen Sinn machen. Ich spreche jetzt hier speziell eben halt für Network Marketing und natürlich gibt es sicherlich auch andere Branchenbereiche, wo das vielleicht eher den Sinn macht. Ich habe für mich damals die Entscheidung getroffen, das musst du halt für dich auch treffen, dass ich nicht einfach mehr irgendwelche Kooperationen haben möchte, die belanglos sind, sondern du musst ja einfach ganz klar sein, was für Kooperationen gehst du ein. Und ich habe für mich entschieden, dass ich nur Kooperationen eingehe, die dann bei mir quasi den Vertriebspartnervertrag haben. Die kriegen dann von mir quasi auch gezeigt, wie sie eben das in ihren Arbeitsalltag quasi so integrieren, dass es für die Kunden und für sie einen Nutzen und einen Mehrwert hat, ja, ohne dass das jetzt irgendwie unangenehm auffällt. Und ja, und der Nutzen für denjenigen, der mit mir dann diese Kooperation eingeht, ist dann halt eben dementsprechend die Entlohnung und die ist dann auch ganz klar geregelt. Das ist für beide Seiten nachvollziehbar. Ja, und macht halt ein Kooperationspartner nichts, dann verdient er halt dann dementsprechend auch nichts. Ja, also ganz normal. Ich denke, Network Marketing hat halt diesen Vorteil, dass wir diese Möglichkeit haben, ja, unser Vertriebsnetzwerk aufzubauen. Und dementsprechend macht als eigentlich alles andere dann auch nicht notwendig. Ja, so, das waren jetzt so meine Gedanken zu diesem Thema. Jetzt würde mich natürlich deine Gedanken zu dem Thema interessieren. Wie sind deine Erfahrungen in dem Bereich? Würde mich freuen, wenn du mir da einen Kommentar hinterlässt. Und ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Du findest unterhalb des Videos natürlich alle weiteren Informationen zum Thema Zusammenarbeit. Und wenn du jetzt Interesse hast dran, eine Kooperation oder eine Partnerschaft einzugehen, dann ja, fordere doch unterhalb des Videos weitere Informationen an und dort findest du dann auch die Möglichkeit, wie du mit mir in Kontakt treten kannst und dann lass uns doch einfach mal sprechen, inwieweit eine Kooperation oder eine strategische Partnerschaft
bei uns beiden Sinn macht. In diesem Sinn wünsche ich dir ja maximalen Erfolg, alles, alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns ja vielleicht auch persönlich sprechen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.